Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Star Wars. Ja, wir müssen zum Senat. Hier gibt es jemand, der will uns in dem Sinne ans Leder. Er sagt, wir sind böse, wo er selber vom Imperium ist. Genau. Und ja, wir müssen jetzt Beweise hinlegen, um ihm zu beweisen, dass wir gut sind und er eigentlich der Vollidiot ist in diesem Spiel. Genau. Erst damit er aufeinander geschlachtet werden kann und wir ihn töten. Der kriegt dann derbe erstmal die Rosette gebürstet. Oh ja. Mal schauen, wie es ausgeht. Bin sehr gespannt. Und diese Gebäude sind sehr eindrucksvoll, wenn man gerade hier so steht. Mit den Lichteffekten. Ich finde das Spiel echt cool. Ja. Hier waren wir auch schon mal. Ja, hier haben wir uns ja letztes Mal auch mit dem Senat unterhalten. So, rein geht's. Okay, den Vollidioten ansprechen. Willkommen, Major. Darfst du mitgucken? Euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, persönlich auf unsere Bedenken einzugehen. Senator Sian, bitte. Danke sehr. Er ist der Arsch. Wie viele von euch bereits wissen, gilt der Chaos-Trupp weithin als die beste Infanterieeinheit im Militär der Republik. Durch seinen Ruf hat sich der Trupp eine Menge Spielraum erarbeitet. Sogar so viel, dass er zu einer Gefahr für die Republik geworden ist. Meine Freunde und Kollegen, fragen wir uns doch, was der Chaos-Trupp eigentlich Tag für Tag tut. Ich finde es beunruhigend, dass niemand das so genau weiß. Nicht sagen, wir kämpfen gegen das Imperium. Mein Trupp und ich setzen unser Leben aufs Spiel, um die Republik zu verteidigen. Ich muss euch anhalten, eure Bemerkungen erst dann zu machen, wenn ihr gefragt werdet. Halt die Schnauze, das entscheide ich. Wir erinnern uns doch alle, wie der letzte Kommandant des Chaos-Trupps spurlos verschwand. Ich habe keinen Zweifel, dass ein Verbrechen stattfand, das vertuscht wurde. Und dann der ganze Unsinn mit der Faust-Superwaffe. Eine unerhört teure Mission, um ein wissenschaftliches Projekt zu zerstören, dessen Bedrohungspotenzial nicht einmal erwiesen ist. Das Imperium griff uns nach dieser leichtsinnigen Mission mit voller Stärke an. Warum wurde der Senat nicht mit in die Entscheidung einbezogen? Nicht sagen, ihr gebt uns die Schuld für den Krieg. Hört nicht auf diese Verräter. Hört nicht auf diesen Verräter. Gibt nichts sagen. Ich ende mit einer einfachen Tatsache. Seit Ausbruch des Krieges war der Chaos-Trupp nicht ein einziges Mal an der Front. Wenn die Republik sämtliche Schlachten ohne die Hilfe unseres besten Teams gewinnt oder verliert, wird es Zeit, etwas zu verändern. Ich danke euch, Senator Sian. Major, falls ihr etwas zu erwidern habt, dürft ihr jetzt sprechen. Den Chaos-Trupp ist loyal. Sian ist nicht der, der er vorgibt zu sein. Das ist alles eine Lüge. Der Senator klingt zwar überzeugend, aber er sagt nicht die Wahrheit. Ich kann beweisen, dass Senator Sian vom Imperium bezahlt wird. Das ist unerhört. Wollt ihr diese unbegründeten Anschuldigungen wirklich dulden? Der Kommandant des Chaos-Trupps verdient es, dass wir ihn anhören. Das ist doch absurd. Ich habe diese Anhörung veranlasst, um Fakten zu präsentieren und keine paranoiden. Es ist aus Cian. Er wollte den Chaos-Trupp nur loswerden. Genug gelogen. Wenn ihr den Mund nochmal aufmacht, werdet ihr es bereuen, Cian. Bitte bewahren wir doch Ruhe. Ich wüsste keinen Grund, weshalb wir das Verfahren nicht kurz unterbrechen sollten, um die neuen Beweise zu begutachten. Wachen, regelt den Bereich ab und lasst niemanden raus, bis wir bereit sind, uns wieder zusammenzufinden. Okay. Der Jedi wird es euch eh heimzahlen. Senator Sian, angesichts der Beweise muss ich veranlassen, dass die Senatsgarde euch wegen Hochverrats in Gewahrsam nimmt. Aber das ist doch Wahnsinn! Ich bin kein Verräter! Was auch immer ihr gesehen habt, es muss eine Fälschung sein! Das ist ein Militärkomplott! Nehmt bitte unsere Entschuldigung an, Major. Ich hoffe, ihr versteht, dass wir euch nur aus guter Absicht... Natürlich kann ich jetzt gehen, erspart mir das. Natürlich kann ich das verstehen, wenn einer sowas sagt. Es ist eure Pflicht, euch zu vergewissern, dass wir im Interesse der Republik handeln. Genau. So ist es. Und ihr sollt wissen, dass wir eure unermüdlichen Bemühungen zur Verteidigung der Republik zu schätzen wissen. Angesichts der neuen Beweislage erkläre ich... Den Löwen, da haben wir ja auch schon mal gerettet. Ja. Daher, dass er gegen uns spricht oder uns, ja, hinter uns stand, ja, sollte eigentlich auch gerechtfertigt sein. Wir haben ihn ja auch sein Leben gerettet. Absolut.
So, was müssen wir jetzt? Ja, wir sind hier, glaube ich, durch. Wir müssen, glaube ich, zu deiner dicken Tussi. Was steht denn bei mir? Melde dich beim General Gazas Büro. Genau. Wo müssen wir raus? Raus. Da. Auf jeden Fall schon amüsant wieder, dass man in dem Sinne das Imperium ja wieder nicht aufgepasst hat, sodass er, dass da Feinde reinkamen. Genau. Mal gucken, nicht, dass wir jetzt wieder einen Bug haben, dass wir hier nicht reinkommen. Das hatten wir ja schon mal. Nee, hat geklappt. Major, ich bin Lieutenant Mai, General Gazas neue Assistentin. Es ist mir eine große Ehre, euch kennenzulernen. Oh, darf ich flirten? Ganz meinerseits flirten, wirklich? General Gaza hat nie etwas von einer minus drei. Na komm, meine Tussi. Ja, mein, bist du mit ihr verheiratet? Ja, noch nicht ganz. Du willst Kinder mit ihr. General Gaza musste sich um einen Drittel. Appetit holen darf man sich, gegessen wird zu Hause. Wenn ihr wollt, kann ich euch per Holo mit ihr verbinden. Klingt gut, nur keine Eile. Beeilt euch. Wäre schön, wenn das heute noch klappt. Es tut mir leid. Einen Augenblick bitte. Ja, du musst. Ich durfte jetzt nur einmal höflich sein. Wie ich höre, ist unser Dilemma gelöst. Es kursieren bereits Berichte über Sians Nebeneinkommen. Damit hätte Rakdon uns begraben können. Wenn der SID nicht durchgekommen wäre. Wenn wann werden die Server abgestellt? Gestern hat einer geschrieben. Dann wären wir erledigt. Danke, das war nichts Besonderes. Ich hätte Sian töten sollen. Wenn ich nur 5 Sekunden mit diesem Verräter allein gewesen wäre. Die Gerichte sollen sich mit Sian befassen. Das ist nicht mehr unsere Sache. Kommt so schnell wie möglich hierher nach Corellia. General Rakdon selbst ist auf dem Schlachtfeld. Das ist die Gelegenheit, auf die wir gewartet haben. Verstanden, wieso kümmert ihr euch persönlich darum? Wir werden sehen. Das könnte nur ein weiteres seiner Täuschungsmanöver sein. Wenn dem so ist, dann nur, weil wir ihm keine andere Wahl gelassen haben. Meldet euch, sobald ihr hier seid. Dann gebe ich euch genaue Informationen. Gaza, Ende. Tschüss, Erna. General Rakdon, das klingt, als solltet ihr euch beeilen, Major. Viel Glück. Oh, neue Handschuhe. Absorb brauchen wir nicht. Angriffskraft auch schlechter. Ja, wir nehmen einfach welche mit. Müssen wir ja, so weiter geht's. Ja. Ich würde sagen. Dann sind wir auf dem Planeten hier fertig. Ja. Und ich muss reisen nach Corella. Ja, das wird der neue Planet sein, wahrscheinlich. Genau. Melde dich bei CRN3OL Ärger im Paradies. Ne, wir müssen die. Das ist 51. Genau, wir müssen die erstmal ausmachen. So, die habe ich ausgemacht. Dann habe ich hier noch Voss Dunkles Ambitionen. Die kann ich abbrechen. Ja. Aufgabe abbrechen. Oh, ich laufe irgendwo gegen eine Wand. Ich habe nämlich gerade hier den Questlog auf. Dann habe ich Flashpoint. Holo-Terminal. Holo-Dateien. Oh mein Gott. Naja, gut. Gut, erstmal ein bisschen aufgeräumt. Ja, normalerweise, Andi, könnten wir ja auch. Aber wie gesagt, ich habe jetzt noch eine Quest auf dem Raumschiff. Ja, ja, genau. Die machen wir jetzt ja eher als erstes. Wir gehen jetzt auf dein Schiff und fliegen dann dahin. Denke ich doch. So war es doch geplant. Genau. Ja. Und das wird dann vielleicht auch der Abschluss für heute oder so. Mal schauen, wie wir noch Bock haben. Bis jetzt macht es doch Laune ohne Ende. Jo. Macht auf jeden Fall richtig Spaß. Was ich sehr beeindruckend finde, dass dieser extreme Storywandel, ja, jetzt hast du dich da gerade um so einen Blödmann gekümmert, der da drinnen sitzt, vorher einen übelsten Fight. Der sieht ganz schön hässlich aus. Hast du dir den auch angeguckt? Ja. Das sind so kleine Details, die hier überall hängen. War wahrscheinlich ein Brief hier für so einen Bösewicht. Wie heißt es? Ja. Steckbrief, so. Steckbrief, genau. Ja, wir gehen auf Andi sein Schiff und von da aus
fliegen wir zu seinem Planeten. Ich bin gespannt. Raumschiff. Oder zum Raumschiff, ja gut. Und dann sind wir gespannt, wie es weitergeht. Also ich bin echt gespannt. Das ist meine Rostlaube. Naja, sie geht ja. Nur wir haben nichts Besonderes rangebaut an unsere Schiffe. Flugdaddy sind bei uns so ein bisschen, Das wird helfen. Nebensächlich. So, ich drücke einfach den Kram weg, weil schon wieder Soundbug gehabt. Genau. Das ist komisch, ne? Irgendwie. Bin ich nichts Komisches dran. Okay, ich bin drauf. Du kannst dann losfliegen. Ja. 180. Oh, ich habe nur noch 1% live. Echt? Anzeige, ja. Über meinen Kopf. Widerruflich. Brilliant. Ich habe das eh ausgeblendet. Ich sehe über meinen Kopf nichts. Und Vollgas. Ich habe gerade unter dein Röckchen geguckt. War sehr interessant. Ah. Hast du das Gehänge darunter gefunden? Ja. Du bist ein Transvestit. Richtig. Noch nicht bereit steht bei mir. Ich kann nicht raus, Andi. Jetzt aber. Ne, nicht bereit. Na, warte mal einen Moment. Geht's. Lad Balken. Ja, wir haben den schönsten Balken der Welt. Das kann man zweideutig sehen. So, da bin ich. Nochmal buffen. So. Und rein geht's. Rein geht's. So, was ist deine Aufgabe hier? Erklär mal, was sollst du hier machen? Ja, das Schiff wurde von einem Gegner übernommen, von Imperium. Und hier sind wohl geheime Pläne, die die Zerstörung der Republik fördern. Okay. Und das sollen wir verhindern. Ja, nicht schlecht, der Specht. Ne? Aber sehr lasch die Gegner. Ja. 2000er Crit und schon tot. Oh, da ist was Dickes. Da hauen wir mal ein paar Bomben ran. Die ersten Truppen immer so wenig Leben haben und dann werden sie mehr. Ja, schon komisch. Gier. Weiter geht's. Wir haben echt viel aufgenommen heute schon. Ja. Ups. Oh, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ja, auch nicht. Da hinten steht er. Wie so ein Imperator-Fanatiker. Ja. Ja. Oh, den haben wir uns nicht mit dem schon mal angelegt. Trefft mich nicht. Noch einen Schritt näher und der Admiral stirbt. Wirf dein Schwert. Was mit dir geschieht, spielt keine Rolle. Er wird uns alle vernichten. Tötet ihn. Los, sei böse. Sterben. Redet mit mir, Warren. Nein, lasst ihn nicht in euren Geist eindringen. Er hat etwas mit meinem Kopf gemacht. Er hat mich gezwungen, die Sicherheitscodes für unsere gesamte Flotte zu verraten. Dieses Flaggschiff gehört dem Imperium. Bleibt und das Blut des Admirals wird an euren Händen kleben. Andi, so böse, dem ist das egal. Ihr seid kein Mörder, stellt euch mir allein, damit kann ich leben. Ist das Sith-Imperium so weit gesunken, dass es sich hinter alten Männern versteckt? Ich habe mehr erwartet, Warren. Mehr als 50 Sith in meinem Leben getötet. Ich werde ebenso viele Jedi töten, ehe es mit mir aus ist. Ja, das war mal ein Jedi. Mein Meister gab mir all die Kraft, die ich brauche, um das hier zu Ende zu bringen. Dürfen wir ihn jetzt angreifen? Jetzt dürfen wir ihn angreifen. Komm her, Junge. Ich werde hier so in den verlängerten Rückgrat treten. Hier eine Bombe, da eine Bombe. Und hier noch Stromemann-Söhne. So, jetzt hat er schon fast nichts mehr. Okay. So, und jetzt? Anquatschen. Wieso besteht ihr darauf, eine Sklavin zu bleiben?
Mit eurer Macht könntet ihr alles tun und sein. Das stimmt. Kannst du auch so. Alle Feinde vernichten. Warum bist du ein Sklavin? Haben, den ihr wollt. Du machst doch die Aufträge aus Freiwilligkeit. Weil ich bin ein Jedi, der Preis ist zu hoch. Das hat euch nicht viel gebracht. Ihr könnt mich damit nicht locken, Warren. Das alles brauche ich nicht. Aus euch spricht doch nur der Rat. Denkt doch für euch selbst. Ich habe wahre Macht gekostet. Ich werde niemals zu den Jedi zurückkehren. Dieser Krieg ist beinahe vorüber. Meister Braga wird das Imperium auf Corellia zum Sieg führen. Milliarden werden sterben. Geil. Geil? Und das Schicksal der Galaxie besiegen. Wieso erzählt ihr mir das? Danke für den Hinweis, jetzt stirbt. Der Krieg ist dem Imperator egal. Er will die Galaxis zerstören und euch mit ihr. Ich frage mich, ob Braga das weiß. Spielt keine Rolle. Alles soll brennen. Dieser Mann hat mich dazu gebracht, die Sicherheitscodes unserer Flotte zu offenbaren. Das Imperium wird uns vernichten, wenn diese Informationen verbreitet werden. Er muss sterben. Soweit ich weiß, sind Jedi keine Scharfrichter. Wir können nicht riskieren, dass er entkommt und dem Feind verrät, was er weiß. Es gibt nur eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass das nicht geschieht. Wir nehmen ihn in Gewahrsam. Tötet ihn selbst? Wir befinden uns im Krieg, wir können es uns nicht leisten, sentimental zu werden. Lebt wohl. Wiedersehen. Kopf ab. Ist der Kopf ist weg. Ich bin froh zu sehen, dass die Jedi bereit sind, ihre eigenen Fehler zu beseitigen. Eigene Fehler? Nur ja, weil du so doof bist? Mal das erste Mal das laufen lassen. Den Warrun. Sind unsere Truppen in Gefahr. Wir sollten besser alles mobilisieren, was wir haben. Ich werde das Oberkommando alarmieren. Ihr informiert euren Rat. Viel Glück. Okay. So. Dann weiter geht's. Nichts bekommen. Das heißt, wieder zurück. Jo. Trotzdem auch sehr interessant, wieder jemanden getötet. In dem Sinne. Alter, gut auf der anderen Seite ist das ja Standard, was ich auf dieser Seite wirklich besser finde, dass man nicht konstant Leute tötet, sondern dass man... Ach, guck mal an. Dass man eine freie Wahl hat. Ja. Hat sich da einer versteckt. So, sag ich mir nach. ...1477 Credits. Für jeden 739. Donnerwetter. Oh. Ist nicht wenig. Ja, war eine schnelle Aufgabe. Jo. Muss man jetzt wirklich mal sagen. Ja, jeder kommt jetzt auf sein eigenes Schiff. Genau. Ich muss das Holoterminal benutzen und dann wahrscheinlich auch zum neuen Planeten fliegen. Ja. Zusätzliche Charakter-Slots sind auf dem Kartellmarkt verfügbar. Ja, wir warten, bis was bei Andy so passiert. Wir haben hier auch nichts mehr zum Quasseln oder sowas. Nö. Ja, wir werden erstmal ganz kurz zum Safe gehen, Leute. Da unsere Taschen ja übelst voll sind. Und die ganzen orangenen Gegenstände werde ich mir jetzt erstmal da reinlegen. Vielleicht kann man damit später irgendwas Tolles noch machen. Sie geben ja für die Kartellmünzen ja nicht so eine scheiß Sachen raus, die nichts bringen. Das kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Hier haben wir noch mal ein bisschen Rufsachen. Hier haben wir was für Berufe. Das auch, das. Das tun wir auch mal da rein. Das ist Crepe. Jetzt haben wir 5 Slots, das ist echt viel. Meinen epischen Kopf lasse ich bei mir. Die Double XP auch, davon habe ich jetzt schon 6 Stück. Ja, der Kartellmarkt-Zertifikat, das sollte Andy vielleicht mit uns nochmal auf der Hauptinsel wirklich nochmal machen und mir zeigen, wo mich das einlösen kann. Ja. Vielleicht sollten wir das in dem nächsten Video damit starten, Andy. Würde ich sagen. Ja, ne?
Ja, und ich sage erstmal Ciao, Ilaui. Bis zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt Star Wars mit Sporny. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Wer Bock hat, Daumen natürlich nach oben und bei Facebook und Twitter vorbeischauen. Leute, wir brauchen jeden von euch bei Facebook. Dann können wir auch mal endlich den Livestream starten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.